Roxana Sikorsky sorgte im Jahr 2014 in den USA für Aufmerksamkeit. Der 15-jährige Teenager hatte einen unfassbar schrecklichen Plan, den sie in die Tat umsetzte. Roxana wurde am 21. März 1999 in Polen geboren. Ein Ehepaar aus Detroit, Michigan, Lorraine und Jeff Sikorsky, adoptierten Roxana aus Polen, wo sie in einer misshandelten und vernachlässigten Umgebung aufgewachsen war. Neben Roxana wurden auch ihre beiden Geschwister Lucas und Angelique adoptiert. Lorraine und Jeff waren sehr wohlhabende und liebevolle Eltern. Roxana war ein hervorragendes Kind und zeigte stets ein gutes Verhalten auf. Doch als sie in die Pubertät kam, wurde sie frech und immer respektloser gegenüber ihren Eltern. Zu dieser Zeit wurde bei ihr ADHS diagnostiziert. Daher bekam sie vom Arzt passende Medikamente verschrieben. Aber Roxana war eine tolle Schülerin. Sie hatte gute Noten und kam mit ihren Klassenkameraden gut zurecht. Eines Tages wurde sie von der Polizei verhaftet. Doch was ist passiert? September 2014 in Detroit, Michigan. Roxana war nun 15 Jahre alt. Sie begann sich für Jungs zu interessieren und verheimlichte ihren Eltern viele Dinge. Sie meldete sich auf den sozialen Plattformen an und tauschte sich mit mehreren Menschen aus. Nach einiger Zeit kam sie über Facebook mit einem Jungen namens Michael Rivera in Kontakt. Michael gab vor, 18 Jahre alt zu sein und zeigte Interesse an Roxana. Sie verstanden sich gut und erzählten viel aus ihrer Vergangenheit. Michael gab vor, eine ähnliche, schwierige Kindheit gehabt zu haben, was letztendlich ihn und Roxana noch mehr verbunden hat. So kam es, dass sich Roxana heimlich in einer örtlichen Bibliothek mit Michael traf. Ihre Eltern dachten, sie würde sich weiterbilden und an sich arbeiten. Doch das war nicht der Fall. Als sich die beiden Teenager zum ersten Mal sahen, war Roxana wie um seinen Finger gewickelt. Sie glaubte daran, dass er die Liebe seines Lebens ist und sie würde alles dafür tun. Leider litt Roxana an Depressionen und hatte mit anderen psychischen Problemen zu kämpfen. Eine schwere Erkrankung mit dem Namen RAD. Die Abkürzung steht für das englische Krankheitsbild Reactive Attachment Disorder. Genauer gesagt handelt es sich um eine reaktive Bindungsstörung, bei der ein Kind keine gesunde emotionale Bindung zu seinen Betreuern oder seinen Bezugspersonen aufbauen kann. Oft hängt es mit einem emotionalen Missbrauch oder Vernachlässigung in jungen Jahren zusammen. Aber es dauerte nicht lange und Roxanas Eltern erfuhren von der Beziehung mit Michael. Lorraine und Jeff waren außer sich. Sie fanden heraus, dass Michael in Wirklichkeit 23 Jahre alt ist und entdeckten Textnachrichten zwischen den beiden. Ab diesem Moment verboten sie Roxana mit Michael Kontakt aufzunehmen und eine Beziehung mit einem erwachsenen Mann zu führen. Roxana war fassungslos, dass ihre Eltern ihre einzige Liebe wegnehmen. Diese Kombination aus ihren Depressionen und psychischen Erkrankungen, gekoppelt mit dem Handyverbot und keinem Kontakt mehr zu Michael, sorgte für ein riesiges Problem. Doch die Eltern gingen sogar noch einen Schritt weiter. Sie brachten Roxana auf die Polizeiwache und versuchten durch mehrere Tests die DNA von Michael herauszubekommen. Im Anschluss wollten Lorraine und Jeff Anklage gegen den 23-Jährigen erheben. Das alles taten die Eltern nur, um ihr Kind vor Schlimmerem zu beschützen. Doch die Dinge spitzten sich zu. Michael schlich sich heimlich um das Haus der Sikorskys und klopfte an Roxanas Fensterscheibe, um sich mit ihr zu treffen. Denn für Michael und Roxana gab es für all das nur eine Lösung. Die beiden hatten einen furchtbar bösen Plan. Es war der 17. Oktober 2014. Gegen 2 Uhr morgens betrat Roxana das Zimmer ihres 12-jährigen kleinen Bruders Lucas. Während er schlief, hielt sie mit einer Hand seinen Mund zu, mit der anderen versuchte sie mit einem Filetiermesser seine Kehle aufzuschlitzen. Doch Lucas wurde wach und wehrte sich und versuchte zu schreien. In diesem Moment wurden die Eltern wach, sodass Roxana Angst bekam und aus dem Haus flüchtete. Der eigentliche Plan, die ganze Familie nacheinander im Schlaf zu ermorden, schlug fehl. Michael wartete die ganze Zeit draußen im Auto auf Roxana. Er gab ihr per SMS Anweisungen, wie, in welcher Reihenfolge und wann sie ihre Familie ermorden soll. Er erklärte ihr sogar, wie man die Kehle am besten durchschneidet. Als Roxana aus dem Haus floh, stieg sie zu ihm ins Auto ein und die beiden fuhren zu Michael nach Hause. Sie machten sich Gedanken darüber, wie sie am besten der Polizei entkommen würden. Doch es dauerte nicht lange und die Beamten standen bei Michael vor der Haustür. Roxana und Michael wurden vor Gericht wegen versuchten Mordes angeklagt. Der 12-jährige Lucas wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht.
Die Ärzte setzten alles daran, ihn am Leben zu halten, und das mit Erfolg. Lucas überstand den Angriff seiner älteren Schwester und konnte gegen sie aussagen. Die Beweislage war daher eindeutig. Nur welches Urteil werden Michael und Roxana erhalten? Kurz vor der Urteilsverkündung sprach Laureen über ihre Tochter. Ma'am, könnten Sie uns bitte Ihren Namen sagen? Mein Name ist Lauren Sikorsky und ich bin die Mutter von Roxana. Okay, Ma'am, und Sie möchten uns heute mitteilen, wie sich das auf Ihre Familie ausgewirkt hat? Euer Ehren, ich würde gerne eine Aussage tätigen. Ich richte mich an das Gericht bezüglich der Verurteilung meiner Tochter Roxanne. Das vergangene Jahr und die letzten anderthalb Jahre waren die stressigsten und schmerzhaftesten Zeiten für mich und meine Familie. Wir wünschen uns einen Abschluss dieser Angelegenheit, aber auch Vernunft in ihrer Beendigung. Roxanne wurde von einem älteren Erwachsenen getäuscht und benutzt, wie das auch vor Gericht nachgewiesen wurde. Dennoch wird es dem Kind nichts nützen, wenn wir sie ins Gefängnis schicken. Auch hatte sie nur eine begrenzte Anleitung, da es meinem Mann und mir nicht erlaubt war, während des Gerichtsverfahrens mit ihr zu sprechen. Den Anwalt, den ich bezahlt hatte, um sie zu vertreten, wurde vom Gericht abberufen. Ein vom Gericht ernannter Anwalt, der sie jetzt vertritt, ließ sie ein Geständnis unterzeichnen. Ich habe ernsthafte Zweifel, dass meine Tochter nicht umfangreich über das Geständnis informiert und aufgeklärt wurde, welches sie unterschreiben musste. Roxana ist jetzt 17 Jahre alt. Sie wird ihren Schulball und ihre Abschlussfeier verpassen. Sie wird ihre Freunde und ihre Familie vermissen. Sie benötigt dringend psychologische Hilfe. Aber aktuell versucht sie alles, um positiv zu bleiben und die Hoffnung nicht zu verlieren. Sie ist immer noch fragil und eine Unterbringung in einem Erwachsenengefängnis hat ihre empfindliche Welt zerstört. Wie wird es ihr helfen, sie als Erwachsene zu verurteilen? Ist das Gerechtigkeit? Meine Hoffnung ist, dass sie die Schule weiterhin besuchen kann und sich zu einer unabhängigen und fürsorglichen Person entwickeln wird. Mein Sohn wünscht sich, dass sie eines Tages nach Hause zurückkehrt und wieder die liebevolle Schwester sein wird, die sie einmal war. Wir vermissen sie und würden gerne als eine ganze Familie zusammen sein. Ich liebe meine Tochter und bitte respektvoll um eine mildere Strafe in einer Jugendstrafeinrichtung. Vielen Dank. Mr. Evans? Euer Ehren, obwohl wir eine Einigung bezüglich des Strafmaßes erzielt haben, denke ich, dass es angebracht ist, einige positive Aspekte in Bezug auf Miss Sikorsky zu betonen. Sie war zuvor niemals in Schwierigkeit geraten. Es steht außer Frage, dass sie von einer älteren Person beeinflusst wurde. Leider erreichte dieser Einfluss nicht das Niveau, um meine Mandantin unschuldig zu machen. Seitdem sie in einer medizinischen Einrichtung und inhaftiert ist, hat sie in der Schule durchgehend Bestnoten erhalten. Sie arbeitet kooperativ mit und ist eine Führungsperson in der Einrichtung, indem sie anderen hilft. Es besteht für mich kein Zweifel daran, dass sie dies durchstehen wird und ein produktives Mitglied der Gesellschaft wird. Ich hatte auf ein besseres Urteil und ein besseres Ergebnis für sie gehofft. Aber wie auch immer, wir müssen uns nun an die Gesetze halten. Ich glaube, dass wir unter all den Umständen noch die beste Einigung finden und erreichen konnten. Daher bitte ich das Gericht, sich an einem milden Strafmaß zu orientieren. Mrs. Sikorsky, möchten Sie noch etwas sagen, bevor ich das Urteil verkünde? Ja, Euer Ehren. Ich möchte mich bei meiner Familie entschuldigen, dass ich nicht die Tochter geworden bin, die ihr euch gewünscht habt. Ich verspreche, dass ich mich verbessern werde. Egal was passiert. Und ich werde Lucas und Angelique wiedersehen. Es tut mir leid. Es ist wirklich bedauerlich, in welche Situation diese junge Person geraten ist. Offensichtlich wurde sie von einer älteren Person beeinflusst,
to have not only engaged in inappropriate nicht nur in unangemessenem sexuellen Verhalten, bei dem sie tatsächlich ein Opfer war, sondern auch in der Verschwörung mit dieser Person, um potenziell ihre Mutter, ihren Vater, ihre Schwester und ihren Bruder zu töten. Das ist äußerst bizarr, wie sich aus der Aktenbearbeitung und der durchgeführten Untersuchung zumindest ersehen lässt. Mrs. Sikorsky war anscheinend bereit, diese Situation zu initiieren oder sich daran zu beteiligen. Doch sie hatte im Verlauf des Prozesses offenbar Bedenken um ihren Bruder Lukas, der eine sehr schwere Verletzung erlitt. Ich hoffe, dass wir ihr eine geeignete psychologische und psychiatrische Hilfe bieten können, damit sie in Zukunft weder für sich selbst noch für andere eine Bedrohung wird. Mrs. Sikorsky, wegen versuchten Mordes verurteile ich sie zur lebenslangen Haftstrafe. Sie werden zunächst an das Michigan Department of Corrections überstellt und einen Zeitraum von 10 bis 20 Jahren im Gefängnis verbringen müssen. Danach bekommen sie eine Chance auf Bewährung. Auch Michael Rivera wird den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Er bekam keine Chance auf Bewährung. Doch nun bist du wieder gefragt. Lass mich deine Meinung zu diesem Fall wissen und schreibe sie in die Kommentare. Roxana Sikorsky hatte den mörderischen Plan, ihre ganze Familie auszulöschen. Das alles nur, um mit ihrem Freund ein glückliches Leben zu führen. Doch ihr Plan schlug fehl und sie kam vor Gericht. Wie es dazu kam und wie Roxana bei ihrem Urteil reagiert hat, erfährst du in einem weiteren Video von mir. Den Link dazu findest du in der Infobox und in meinem Kommentar unter diesem Video. Roxanas Eltern Jeff und Lorene Sikorsky verteidigten ihre Tochter den ganzen Gerichtsprozess lang. Sie sprachen sich für eine milde Strafe aus und das, obwohl sie auf der Todesliste von Roxana standen. Wir hatten keine Ahnung, dass so etwas passieren würde. Es war völlig unvorhersehbar. Wir wussten lange nichts von ihrem Freund, bis wir es herausfanden. Die Polizei sagte ihm, er solle sich fernhalten, denn wir haben eine Anzeige wegen sexueller Nötigung aufgegeben. Wir als Mutter und Vater haben uns natürlich Sorgen gemacht. Ich hatte also keine Ahnung, dass sie sich immer noch weiterhin gesehen haben. Ich habe ihr Handy weggenommen. Seit September hatte sie kein Handy mehr. Sie hatte einen Laptop für die Schule. Ich nahm ihn aber jeden Abend weg, damit sie ihn nicht mehr benutzen konnte. Und ich hatte für alles mögliche Passwörter. Auf den Handys, auf unseren Computern. Sie konnte also keinen Kontakt aufnehmen oder mit ihm kommunizieren. Und ich sagte ihr, ich mache das nicht, weil ich dir nicht vertraue, sondern ich will, dass er keinen Kontakt mit dir aufnimmt. Kurz bevor der Tag kam, hatte sie mein Handy-Passwort herausgefunden und Nachrichten verschickt. Das war mitten in der Nacht und erst am nächsten Tag habe ich es bemerkt. Bedauern Sie, dass Sie Roxana adoptiert haben? Nein, auf keinen Fall. Ich meine, sie ist ein guter Mensch. Wir haben sie erst letzte Nacht im Gefängnis besucht. Sie ist wirklich immer noch ein süßes Mädchen. Sie weiß, dass er sie kontrolliert hat und sie will sich in Zukunft bessern. Sie ist stärker als zuvor. Ich finde, Gefängnis ist keine Gerechtigkeit für sie. Es ist keine Gerechtigkeit. Ich meine, wie soll ein junges Mädchen, das von Polen kommt, dadurch rehabilitiert werden? Sie wollte ein besseres Leben. Und offensichtlich ist sie psychisch krank und hat mit ihrer Vergangenheit zu kämpfen. Aber sie braucht dafür Hilfe, damit sie unabhängig sein und ein erfülltes Leben führen kann. Aber Gefängnis wird ihr nicht helfen. Werden Sie vor Gericht eine Aussage tätigen? Nun, wenn wir die Gelegenheit bekommen, eine Aussage zu tätigen, dann werden wir das auch machen. Ich habe mir aktuell dafür noch nichts notiert, aber grundlegend werden wir sagen, was wir darüber denken. Und der Verteidiger, der von uns bezahlt wurde, wurde vom Staat durch einen Pflichtverteidiger ersetzt.
Bisher hat er genau zweimal mit uns Kontakt aufgenommen. Damit bin ich gar nicht zufrieden. Er hat meiner Tochter einen Deal aufgezwungen, dem ich nicht zustimmen würde. Ich habe versucht, mit ihm zu sprechen, doch es wurde mir nicht erlaubt. Aber das schien wohl der Plan gewesen zu sein. Der Pflichtverteidiger hatte einfach nur einen Weg und keinen Plan B. Er klang dabei immer nicht sehr selbstbewusst und war verunsichert. Ich war dagegen und wollte nicht zustimmen. Die Staatsanwaltschaft beriet sich mit dem Verteidiger und im Endeffekt war es egal, was ich zu sagen hatte, weil der Deal so oder so ausgemacht wurde. Ich hatte das Gefühl, dass Roxana ihnen nicht wichtig war und sie einfach nur einen kurzen Prozess haben wollten. Werden Sie eine Berufung einlegen? Das geht nicht, das ist ein Problem bei diesem Deal. Sie haben den Verteidiger gestellt, aber wir sind die Opfer. Es ist ein verzwicktes Schicksal. Wir sorgen uns um Sie, dürfen aber nicht mit ihr reden. Wir durften nicht unseren eigenen Verteidiger einsetzen. Das ist doch verrückt. Ich mache mir große Sorgen um Sie, vor allem um Ihren jetzigen geistigen Zustand. Ich habe große Angst um Sie. Jeff und Lorraine waren von Anfang an gegen eine hohe Gefängnisstrafe bei Roxana. Sie engagierten einen wirklich guten Verteidiger, doch aus einem unbekannten Grund war es für den zuständigen Richter nicht in Ordnung. Daher wurde der eigene Verteidiger vom Richter abgesetzt und durch einen staatlich finanzierten Pflichtverteidiger ersetzt. Anschließend wurde zwischen der Staatsanwaltschaft und dem Pflichtverteidiger ein Deal ausgehandelt, bei dem Roxana gezwungen wurde zu unterschreiben. Jeff und Lorraine fanden das überhaupt nicht fair. Eine Haftstrafe von 10 bis 20 Jahren für ihre Tochter wäre viel zu lang. Die Eltern forderten ein milderes Strafmaß, bestenfalls eine Strafe auf Bewährung. Doch man muss bedenken, dass Roxana ihren Bruder im Schlaf mit einem Messer schwer verletzt hat und er jetzt sein Leben lang davon traumatisiert ist. Wären die Eltern nur wenige Minuten, wenn nicht sogar Sekunden später aufgewacht, wäre Roxana jetzt eine Mörderin. Im schlechtesten Falle sogar eine Vierfachmörderin. Die lebenslange Gefängnisstrafe wäre somit sicher, in einem anderen Bundesstaat vielleicht sogar die Todesstrafe. Roxana wird sich in den nächsten 10 bis 20 Jahren nicht aussuchen können, wie die Wärter sie behandeln oder mit wem sie in einer Zelle ist. Doch was sie entscheiden kann, ist, ob sie sich auf ein mögliches Leben danach vorbereitet. Findest du, Jeff und Lorraine haben als Eltern falsch reagiert? Denkst du, Roxana wird sich in den nächsten 20 Jahren verändern? Lass mich deine Meinung wissen und schreibe sie in die Kommentare. Kenneth Hudson ist einer der abscheulichsten Mörder aus dem Bundesstaat Wisconsin. Vor Gericht bezeichnete ihn der Richter als einen abstoßenden Menschen und nannte ihn einen Teufel. Kenneth wurde in Kokona geboren. Die Stadt befindet sich im Osten des US-Bundesstaats Wisconsin. Dort münden auch der Fox River und Lake Michigan. In Kokona leben mittlerweile über 20.000 Menschen, darunter auch Kenneth. Als er 3 Jahre alt war, trennten sich seine Eltern. Er wurde von seiner Mutter großgezogen, die mit finanziellen Problemen zu kämpfen hatte. Seine Kindheit war von Unsicherheit und mangelndem Vertrauen geprägt. In der Schule wurde er von seinen Mitschülern oft im Stich gelassen und ausgegrenzt. Zu Hause redete Kenneth nicht viel und zog sich gleich nach der Schule in sein Zimmer zurück. Im Teenageralter kam er mit Drogen in Kontakt und beschloss, von zu Hause auszuziehen. Mit 31 Jahren begann Kenneth ein schreckliches Verbrechen, das lebenslange Folgen hatte. 25. Juni 2002 in Kokona, Wisconsin. Shanna von Deinhofen war als nette junge Dame bekannt. Sie absolvierte ihren Schulabschluss an der Kokona High School. Nun, sie wurde vor ein paar Tagen 19 Jahre alt und hatte gerade ihr erstes Studienjahr an der University of Wisconsin beendet. Ihre WG-Mitbewohnerin erzählte, dass Shanna sehr freundlich war und andere Menschen schon nach kurzer Zeit vertraute.
Sie lebte nach dem Motto, jeder Mensch ist ein guter Mensch. Es war 17.30 Uhr und Shanna wollte ihren Kopf frei bekommen. Daher beschloss sie, in einem nahegelegenen Park in Kokona joggen zu gehen. In dem Moment, als sie eine Pause einlegen wollte, um sich auf eine Parkbank zu setzen, wurde sie von einer unbekannten Person attackiert. Ein Mann, der mit einem Messer bewaffnet war, griff sie an. Dabei stach er ihr mehrmals in den Nacken und in den Brustbereich. Shanna versuchte sich zu wehren, doch sie hatte gegen ihn keine Chance. Mit über 10 Stichwunden am ganzen Körper fiel sie zu Boden. Sie blutete überall und benötigte dringend Hilfe. Einige Parkbesucher rannten sofort zu ihr und alarmierten die Polizei und den Krankenwagen. Weitere Fußgänger sahen, wie der unbekannte Mann aus dem Park flüchtete und rannten ihm hinterher. Sie berichteten, dass der vermeintliche Täter in einem dunkelblauen Pickup einstieg und so die Flucht ergriff. Doch die Augenzeugen merkten sich das Kennzeichen und gaben es umgehend bei der Polizei durch. Nur wenige Minuten später traf der Krankenwagen am Tatort ein. Die Sanitäter probierten alles Mögliche, doch Shanna erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Zeitgleich versuchte die Polizei, das Gebiet einzugrenzen und hielt nach einem dunkelblauen Pickup Ausschau. Etwa gegen 18.30 Uhr verfolgten die Beamten das gesuchte Fahrzeug. Mit Blaulicht und der Aufforderung, den Pickup anzuhalten, fuhr die Polizei hinter dem Täter her. Doch der unbekannte Mann hielt seinen Pickup nicht an. So beschloss die Polizei, nach einer 25 Kilometer langen Verfolgungsjagd auf die Reifen des Fahrzeugs zu schießen. Im Anschluss bremsten sie mit mehreren Polizeiautos den Pickup-Fahrer aus. Die Beamten zerrten den Verdächtigen aus seinem Fahrzeug und betrachteten die Personalien. Es handelte sich dabei um Kenneth Hudson. Als sie ihn festnahmen, war Kenneth oberkörperfrei. Denn auf dem Beifahrersitz des Pickups lag ein blutverschmiertes Messer und ein T-Shirt mit Blutflecken. Die Polizei untersuchte den Fall und es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Blut am Messer um das von Shanna handelt. Das Blut am T-Shirt stammt jedoch von ihm selbst. Für die Polizei und die Angehörigen der verstorbenen Shanna war der Fall eindeutig. Kenneth Hudson hat Shanna ermordet. Dafür gab es zu viele Beweise, die für Kenneths Schuld sprechen. Erstaunlicherweise sagte Kenneth, dass er keine Schuld hat. Das Messer wurde ihm in den Pickup gelegt und dass sein Blut an seinem T-Shirt ist, macht ihn nicht schuldig. Der Fall wäre inszeniert gewesen und der tatsächliche Mörder läuft noch frei herum. Doch Kenneth Hudson wurde einen Monat später vor Gericht für schuldig gesprochen. Der Richter beschrieb Kenneths Verbrechen als abscheulich und bezeichnete ihn als Teufel. Er verurteilte ihn zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe ohne Chance auf Bewährung. Kenneth wurde daraufhin in die Dodge Correctional Institution gebracht. Dabei handelt es sich um ein Hochsicherheitsgefängnis in Wisconsin. Insgesamt werden dort über 1200 Verbrecher untergebracht, die vor allem aufgrund ihrer Grausamkeit und Brutalität eines Mordes verurteilt wurden. Kenneth wollte jedoch nicht aufgeben. Das ausgesprochene Urteil war in seinen Augen in keinster Weise gerechtfertigt. Insgesamt reichte er über 12 Anträge und Berufungen ein, indem er den Richter aufforderte, das Geschehen neu zu bewerten. Denn er war der Meinung, er wurde reingelegt und die Justiz ist daran gescheitert, die richtige Entscheidung zu treffen. Die Staatsanwaltschaft sieht die Beweislage nach wie vor eindeutig und kann nicht nachvollziehen, warum Kenneth Hudson immer noch für seine Unschuld kämpft. Ich frage mich, wann es endlich vorbei ist. Die Tatsache, dass er ständig versucht, für seine Unschuld zu kämpfen, ist sinnlos. Der zuständige Richter Morris lehnte immer wieder ab und betonte, dass bereits eine endgültige Entscheidung getroffen wurde. Denn die Familie des Opfers hat ein Recht darauf, dass dieser Fall irgendwann zu Ende ist. Auch der Vater der verstorbenen Shanna will mit dem Fall vor Gericht abschließen. Es ist sehr frustrierend. Ich dachte, der Fall wäre erledigt, aber das geht jetzt schon 13 Jahre so. Die Polizei geht davon aus, dass Kenneth aus reiner Mordlust gehandelt hat. Auch bestand kein Zusammenhang zwischen ihm und seinem Opfer. Kenneth zeigte zu keinem Zeitpunkt im Gerichtsverfahren Reue.
Er bestritt, dass er der Mörder ist und versucht schon seit Jahren eine Neubewertung in diesem Fall zu erlangen. Dadurch erhofft er sich, eines Tages wieder aus dem Gefängnis zu kommen. Doch nun bist du wieder gefragt. Lass mich deine Gedanken zu diesem Fall wissen und schreibe sie in die Kommentare. Stephen Lorenzo und Scott Swakert sind in den USA als einer der widerlichsten Mörder bekannt. Vor Gericht lacht Stephen Lorenzo bei seiner Urteilsverkündung und verlangt die Todesstrafe. Stephen Lorenzo und Scott Swakert wurden beide in Tampa, Florida geboren. Sie besuchten die Tampa Palms Elementary School, doch hatten noch keinen Kontakt zueinander. Erst als Stephen 30 Jahre alt wurde, lernten sie sich über eine homosexuelle Dating-Plattform kennen. Beide verstanden sich nach einiger Zeit immer besser und teilten die gleichen Interessen. Eines Tages erzählte Stephen seinem Freund Scott von einer Idee, die beiden auch später in die Tat umsetzten. 20. Dezember 2003 in Tampa, Florida. Jason Galehouse war gerade 26 Jahre alt. Er arbeitete in einem Blumenladen und studierte Innenarchitektur. Erst vor einem Jahr ist er nach Tampa gezogen und schien sein ganzes Leben noch vor sich zu haben. Nach dem Alltagsleben ging Galehouse des Öfteren in den Nachtclub 2606, ein Club für männlich-homosexuelle. So auch am 20. Dezember. In den frühen Morgenstunden ging Galehouse mit seinem Mitbewohner in den Club. Gegen 2.45 Uhr teilte er seinen Mitbewohnern mit, dass er gerade zwei Männer kennengelernt hat und mit ihnen gehen würde. Einem weiteren Besucher des Clubs namens Michael Weckholz passierte das gleiche. Nur einen Tag später nach dem Verschwinden von Galehouse war Weckholz auch nicht mehr auffindbar. Zwei Wochen später wurde Weckholz auf einer Deponie tot aufgefunden. Doch am Tatort fanden die Beamten keinerlei Hinweise auf den Täter. Die Polizei konnte jedoch die Überwachungsaufnahmen des Clubs auswerten und so Phantombilder der beiden verdächtigen Männer erstellen. Nach nur wenigen Wochen wurden Stephen Lorenzo und Scott Swakert festgenommen. Die beiden erzählten der Polizei zuerst eine glaubhafte Geschichte, dass sie nichts mit dem Mord zu tun haben. Erst nach mehreren Vernehmungen und Gesprächen mit den vermeintlichen Tätern konnte die Polizei bei Swakers Geschichte ein Verbrechen feststellen. Er soll beide Opfer betäubt haben. Da Weckholz tot aufgefunden wurde, hatte das Konsequenzen für Swakert. Der Richter verurteilte ihn darauf zu einer Gefängnisstrafe von 40 Jahren. Da Lorenzo nichts nachgewiesen werden konnte, war die Polizei kurz davor, ihn wieder laufen zu lassen. Als Swakert das mitbekam, wandte sich das Blatt. Er sagte erneut vor Gericht aus und erzählte aus freien Stücken, dass er zusammen mit Lorenzo den Mord an Galehouse und Weckholz beging. Auch erzählte er, wie grausam sie gehandelt haben. Zuerst betäubten sie ihre Opfer und schleppten sie in ihre Wohnung. Danach wurden die Opfer entkleidet, gefesselt und sexuell missbraucht. Die komplette Leiche von Galehouse konnte nie aufgefunden werden. Swakert berichtete, dass sie Galehouse in Einzelteile zerhackt haben und in ganz Florida verstreut haben. Deswegen konnte der tote Körper von Galehouse auch nie gefunden werden. So wurden beide wegen Mordes ersten Grades angeklagt. Einen Ausweg gab es nicht mehr. Lorenzo gestand die Tat und sagte, dass es sich bei der Geschichte von Swakert um die Wahrheit handelt, denn sie beide sind die Mörder. Doch bevor Lorenzo und Swakert verurteilt wurden, hatte Lorenzo eine Bitte an den Richter. Mr. Lorenzo, Sie heben Ihre Hand? Darf ich etwas sagen, bevor ich verurteilt werde? Ja, ich erlaube Ihnen diese Gelegenheit. Okay, das ist sehr gut. Ich würde 5 oder 7 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Mr. Gonzalez, Mrs. Sonoriti und alle anderen, die Teil des Verteidigungsteams waren, ihr wart unglaublich. Sie waren absolut unglaublich und ich möchte Ihnen von ganzem Herzen danken. Ich richte mich nun an die Staatsanwälte. Sie müssen wissen, dass ich keine Feindseligkeit gegen Sie hege. Sie haben Ihren Job gemacht und den haben Sie sehr gut gemacht. Deswegen bedanke ich mich. Ich schätze Ihre Fairness mir gegenüber und das ist es, was ich in meinem ganzen Leben zu schätzen weiß.
Ich bin der Böse und ihr seid das Gute. Vielleicht wird es im nächsten Leben anders sein. Aber sie müssen wissen, dass ich ihnen nur das Beste wünsche. Und zum Richter, ich möchte ihnen danken, weil sie eine unglaubliche Toleranz, Geduld und Fairness gegenüber mir haben. Und das den ganzen Prozess lang, und das schätze ich. Ich möchte, dass sie das wissen, und ich möchte das für den obersten Gerichtshof von Florida zu Protokoll geben. Ich möchte also, dass das dort steht. Dazu beantrage ich die Todesstrafe. Es ist in meinem besten Interesse, weil für mich ist es ein Trost, sodass ich viel angenehmer leben werde. Deutlich angenehmer als im Bundessystem in der Todeszelle. Und das können Sie mir glauben oder auch nicht. Das mag zwar egoistisch klingen, aber ich habe die letzten 5 Jahre in einer eigenen Zelle gelebt und werde das auch im Todestrakt. In meinem Alter möchte ich es bequem haben. Ich will meine Privatsphäre und das ist alles, was ich will. Das mag wirklich egoistisch klingen, aber so ist es nun mal. Man lebt im Hier und Jetzt und nicht in der Vergangenheit. Ich bitte Sie hiermit, mir die Todesstrafe zu geben. Bitte sprechen Sie die Todesstrafe aus, weil das ist für mich bequemer, mein Leben zu leben. Ich weiß, ich kann für 10 bis 15 Jahre im Todestrakt sein, aber das will ich nicht. Für mich ist das nur eine Hinrichtung. Ich möchte das Todesurteil, weil jeder in diesem Raum weiß, dass ich diese Strafe verdient habe. Also bitte geben Sie mir diese Möglichkeit. Ich will das freiwillig und werde nicht gezwungen. Auch soll der Prozess beschleunigt werden, damit ich nicht 15 Jahre warten muss, weil ich in meiner Zeit Besseres zu tun habe. Je früher ich sterbe, desto schneller kann ich in einem anderen Leben erschaffen werden. In einem neuen, frischen Körper. So sehe ich das, eine spirituelle Arbeit. Wir sind wie ewige Wesen, die immer wieder sterben und neu erschaffen werden. Sobald ich neu zurückkomme, kann ich mit meiner Zeit etwas Besseres anfangen. Von daher will ich nicht 15 oder 20 oder auch mehr Jahre in einer Zelle herumhängen. Das ist es, worum ich Sie bitte. Danke. Im Anschluss verkündete der Richter sein Urteil. Stephen Lorenzo und Scott Swakert wurden jeweils zu 200 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt. Somit brachte die grauenvolle Idee Lorenzo und Swakert als Mörder ins Gefängnis. Doch nun bist du wieder gefragt. Stephen Lorenzo verlangte nach seinen schrecklichen Verbrechen die Todesstrafe. Doch der Richter verurteilte ihn zur lebenslangen Haft. Wie hättest du entschieden? Lass mich deine Gedanken wissen und schreibe sie in die Kommentare. Tyler Hadley veranstaltete eine wilde Hausparty wie keine andere. Während seine Gäste da waren, um Bier zu trinken und Spaß zu haben, hatten sie keine Ahnung, welche Geheimnisse das Haus vor ihnen verbarg. Heute betrachten wir den Fall von Tyler Hadley und seiner wilden Hausparty im Sommer 2011. In diesem Fall gibt es viel zu bedenken, da Tylers Verbrechen so brutal und gefühllos waren, dass es schwer ist, ihn nicht als Monster zu bezeichnen. Willkommen in der verschlafenen Stadt von Port St. Lucie. Hier passiert nicht viel. Sie liegt 200 Kilometer nördlich von Miami und 250 Kilometer südöstlich von Orlando an der Atlantikküste im Süden Floridas. Im Jahr 1980 hatte die Stadt eine Bevölkerung von 15.000 Einwohnern erreicht und bis zum Jahr 2019 hatte sie sich mehr als verzehnfacht und zählte 200.000 Einwohner. Die Hadley-Familie, Blake und seine Frau Mary Jo, waren eine der früheren Siedlerfamilien der Stadt. Sie zogen 1983 von Fort Lauderdale nach Port St. Lucie, um näher bei Blakes Eltern zu sein. Blake arbeitete als Ingenieur im Kernkraftwerk von St. Lucie, Mary Jo war Lehrerin einer örtlichen Grundschule. Sie wurde als eine Person beschrieben, die kämpft und niemals aufgeben würde. 4 Jahre später, 1987, hatte das liebevolle Ehepaar einen Sohn namens Ryan Hadley und 6 Jahre später brachte Mary Jo auch ihren zweiten Sohn Tyler Hadley zur Welt. Tyler wurde am 16. Dezember 1993 geboren. Die Hadleys waren eine typisch fröhliche Familie mit einer vielversprechenden Zukunft. Sowohl Tyler als auch Ryan schienen beide glückliche Kinder zu sein. Diese glückliche Kindheit sollte für Ryan weitergehen, aber nicht für Tyler. Mary Jo litt von ihrer Jugend bis ins Erwachsenenalter an chronisch leichter Depression. Im frühen Alter von 6 Jahren begann Tyler, die gleichen Symptome zu zeigen.
Mary Jo war besorgt, dass ihr Sohn Tyler ebenfalls an Depressionen leiden könnte und meldete ihn ein paar Jahre später zur Beratung an. Das schien jedoch nicht zu funktionieren und so wurde Tyler im Alter von 10 Jahren ein Antidepressivum verschrieben. Das mag für die meisten Menschen als eine recht drastische Entscheidung erscheinen und seien wir ehrlich, das ist es auch. Aber Tyler war solche Behandlungen gewöhnt, denn er wurde vorzeitig geboren und verbrachte die ersten Lebensmonate in einem Inkubator. Dieser schwierige Start ins Leben schien das Herz seiner Mutter zu berühren, denn immer wenn er traurig oder schmerzerfüllt war, war sie ihm gegenüber überfürsorglich. Diese Art des Verhaltens, gepaart mit Tylers Anzeichen von Depressionen, verschlimmerte sich. Mit 15 Jahren wurden ihm auch Medikamente zur Behandlung von ADHS und ein weiteres Antidepressivum verschrieben. Trotz seiner anfänglichen Schwierigkeiten kämpfte Tyler bis in seine späten Teenagerjahre weiter. Mit 16 Jahren kämpfte er jedoch immer noch mit seiner Depression und bekam ein geringes Selbstwertgefühl. Tatsächlich hatte Mary Jo eine recht absurde Lösung für dieses Problem. Sie machte sich Sorgen, dass Tyler in der Schule gemobbt wurde, weil er klein und pummelig war. Und mochte es auch nicht, dass er ein geringes Selbstwertgefühl hatte. Sie wollte Tyler davon überzeugen, Wachstumshormoninjektionen zu nehmen. Ansonsten schien Tyler aber ein glückliches Kind zu sein. Nachbarn beschrieben ihn als sehr respektvollen und höflichen Jungen. Er mochte es, Skateboard zu fahren, Fahrrad zu fahren, mit seinem Vater Baseball zu spielen oder Fußball auf der Straße zu spielen. Tyler war auch eng mit seinen Eltern verbunden. Als kleiner Junge blieb er abends lange wach, bis sein Vater nach Hause kam, damit sie zusammen Basketball in der Hofeinfahrt spielen konnten. Und an den Wochenenden hörten die Nachbarn die Hadley-Familie in ihren Pool planschen und lachen. Aber als Tyler die Highschool betrat, änderten sich die Dinge. Als Kind war Tyler immer sehr ruhig und schwer zu durchschauen. Aber in seiner Teenagerzeit schien sich seine Persönlichkeit komplett zu verändern. Er wurde exzentrisch, unberechenbar und problematisch. Er versuchte immer Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sogar mitten im Unterricht konnte er unkontrollierbar lachen und herumschreien. Im Jahr 2010 begab sich Tyler auf einen gefährlichen Weg. In diesem Sommer fanden er und ein paar Freunde in einer verlassenen Gegend ein altes Sofa. Sie übergossen es mit Benzin und setzten es in Brand. Da die Gefahr bestand, dass das gesamte Gebiet in Flammen aufgehen könnte, musste die Feuerwehr gerufen werden. Obwohl Tyler und seine Freunde nur verwarnt wurden, hatte Mary Jo plötzlich das Gefühl, die Kontrolle über ihren jüngsten Sohn verloren zu haben. Auch seine geistige Gesundheit verbesserte sich nicht. Ihm wurde schließlich ein mildes Medikament zur Behandlung von Angststörungen sowie ein weiteres Antidepressivum verschrieben. Zusätzlich zu all diesen Medikamenten begann Tyler viel Alkohol zu trinken. Er rauchte oft Cannabis und fing sogar an, Ecstasy zu nehmen. Wir kommen zum Jahr 2011. Es ist April und Tyler ist 17 Jahre alt. Im Haushalt der Hadleys ist es ziemlich ruhig. Tylers älterer Bruder Ryan ist am College und Tyler sitzt nun im Gefängnis. Tyler hatte sich mit einem seiner Freunde geprügelt und wurde daraufhin wegen schwerer Körperverletzung verhaftet. Da er bereits wegen eines Einbruchs vorbestraft war, wurde er zu einer Woche Gefängnis in Lucy County verurteilt, gefolgt von 2 Wochen Hausarrest. Mary Jo konfiszierte das Handy ihres Sohnes, was eine zusätzliche Schicht von Wut und Stress zwischen den beiden hinzufügte. Langsam begann Tyler seine eigene Mutter zu hassen. Natürlich war es normal, dass die beiden stritten, aber dieses Mal war es anders. Jedes Mal, wenn Tyler seiner Mutter über den Weg lief, begann er eine neue tiefgreifende Hassstufe für sie zu entwickeln. Der Beweis war da. Er hatte gerade einen seiner Freunde brutal verprügelt und jetzt, nachdem seine Eltern ihm sein Handy weggenommen hatten, wünschte er ihnen den Tod. 16. Juli 2011. Es war ein Samstag und das Wetter war wunderschön. 30 Grad und sonnig mit wenigen Wolken am Himmel. Um 23.15 Uhr postete Tyler eine Nachricht auf seiner Facebook-Seite: Party bei mir zu Hause, heute Abend. Vielleicht war niemand davon überzeugt, aber um 20.15 Uhr postete Tyler eine weitere Nachricht: Party bei mir zu Hause, meldet euch bei mir. Obwohl Tyler eine örtliche Schule besuchte, war er nicht besonders beliebt.
Zumindest war er weit davon entfernt, bekannt zu sein. Die Party war eine offene Einladung für jeden und sie versprach, riesig zu werden. Seine Eltern Mary, Joe und Blake waren außerhalb der Stadt. Wo genau sie waren oder wie weit weg sie waren, konnte niemand sagen. Tyler hatte seinen Freunden die ganze Woche über erzählt, dass er eine Hausparty veranstalten wollte. Aber keiner von ihnen glaubte ihm. Tatsächlich hatte Tyler noch nie zuvor eine Hausparty veranstaltet. Beide seiner Eltern fanden diese Idee nicht besonders angenehm. Aber wenn sie außerhalb der Stadt waren, würden sie es nie erfahren. Ab dem Morgen war es ein warmer Sommerabend und in Port St. Lucie war absolut nichts los. Gegen Abend gab es keinen Zugang zum Strand mehr. Es gab nicht wirklich eine gut besuchte Innenstadt und keinen Ort, an dem Teenager abends abhängen konnten. Sogar die Parks waren geschlossen. Daher war es auch keine Überraschung, dass über 60 Personen bei Tyler zu Hause auftauchten, um ausgelassen zu feiern. Die meisten der Anwesenden hatten jedoch keine Ahnung, wer Tyler war, und daher war es ihnen egal, ob sie das Eigentum beschädigten. Sie zerstörten das Familiensofa und andere Sitzgelegenheiten. Sie spielten Bierpong auf dem Esstisch neben dem Familiencomputer. Auch aßen sie alles, was sie im Kühlschrank finden konnten. Einige Personen versammelten sich in Gruppen im Vorgarten, warfen leere Bierdosen über den Rasen und Flaschen gegen die Wände und auf den Boden. Zigaretten wurden auf dem Teppich und an den Wänden ausgedrückt. Auch der Familiencomputer war ein absolutes Chaos. Die Tastatur war mit einer bräunlich getrockneten Flüssigkeit bedeckt, möglicherweise Bier oder Cola. Tyler wurde von mehreren Personen gefragt, wo seine Eltern seien. Aber er gab ihnen alle unterschiedliche Antworten. Sie sind in Orlando. Oder sie sind in Georgia. Dies ist mein Haus, sie wohnen nicht hier. Bis Mitternacht waren über 100 Personen in Tylers Elternhaus, aber das Grundstück selbst sah aus, als wäre es seit Wochen vandalisiert worden. Es gab sogar Berichte über Blutflecken in den Hauptbereichen, möglicherweise von Leuten, die zu hart feierten. Es war gegen 1 Uhr morgens, als Tyler seinen besten Freund Michael fragte, ob er mit ihm nach draußen gehen könnte, um sich mit ihm zu unterhalten. Tyler und Michael waren seit ihrem 8. Lebensjahr befreundet. Sie gingen dann zum Stoppschild am Ende des Wohnblocks und als sie dort ankamen, hatte Tyler eine schreckliche Nachricht für Michael. Er sagte, ich habe meine Eltern getötet. Michael glaubte ihm nicht und wollte gehen, aber dann sagte Tyler, Michael, ich meine es ernst, wenn du genau hinsiehst, wirst du die Anzeichen erkennen. Er forderte Michael auf die Einfahrt zu schauen und dort bemerkte er endlich die beiden Autos, die Michaels Eltern gehörten. Ohne die Autos hätten sie nicht weit weg sein können. Dann führte er Michael in die Garage und sagte ihm, er solle hineinschauen. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass niemand zuschaute, ging Michael hinein und schaltete das Licht an. Dort bemerkte er schließlich einen blutigen Schuhabdruck und sah etwas Blut, das unter der Türscharnier austrat. Erschrocken rannte Michael aus der Garage und schloss die Tür hinter sich zu. Sein Herz raste, aber es gab noch eine letzte Sache, die Tyler Michael zeigen wollte. Und so führte er ihn ins Schlafzimmer. Die Tür war verschlossen, aber als er sie öffnete, war der Gestank sofort unerträglich. Die Szene sah nicht viel besser aus. Möbel waren im ganzen Raum verstreut. Esszimmerstühle und mit Blut getränkte Handtücher waren zu einem riesigen Stapel aufgetürmt. Gegenstände lagen wahllos herum. Am Boden konnte Michael ein dickes weißes Bein erkennen. Tyler erzählte Michael, dass er heute an diesem Nachmittag kurz vor 17 Uhr die Handys seiner Eltern versteckt hatte. Dann hat er sich aufgeputscht, 3 Ecstasy-Pillen genommen und ist in die Garage gegangen, um einen Clownhammer zu holen. Als er zurück ins Wohnzimmer kam, stand er hinter seiner Mutter, während sie am Computer arbeitete. 5 volle Minuten lang stand er hinter ihr und dachte darüber nach, was er tun würde. Als sie sich umdrehte, hob er den Hammer und schlug mehrmals auf Mary Joes Kopf. Sie begann zu schreien und ihr Mann Blake, der zu dieser Zeit schlief, sprang aus dem Bett und rannte aus dem Schlafzimmer.
Der emotionale Schmerz muss unvorstellbar gewesen sein, seinen eigenen Sohn, seine Frau ermorden zu sehen. Sie schauten sich für ein paar Sekunden in die Augen, bevor Blake Tyler fragte: "Warum tust du das?" Tyler antwortete mit: "Warum zum Teufel nicht?" Danach sprang er auf seinen Vater zu und prügelte ihn ebenfalls zu Tode. Nachdem er seine Eltern getötet hatte, wickelte er Handtücher um die Köpfe und zog sie ins Schlafzimmer, wo er die Leichen nebeneinander mit dem Gesicht nach unten platzierte. Den Hammer legte er zwischen sie auf den Boden. Danach warf er jedes Stück blutiges Beweismaterial, was er finden konnte, ins Schlafzimmer. Er begrub seine Eltern unter einem Haufen zerbrochener Möbel, zersplittertem Glas und blutigen Handtüchern. Es dauerte über 3 Stunden, bis Tyler das Durcheinander aufgeräumt hatte, und trotzdem schaffte er es nicht, alles aufzuräumen. Zum Beispiel blieb die verschmutzte Tastatur, denn dabei handelte es sich um das Blut von Mary Jo. Nachdem alles vorbei war, nahm er eine lange heiße Dusche, starrte sich dann im Badezimmerspiegel an und lachte hysterisch. Sein Freund Michael war von der Geschichte traumatisiert. Er war blass und offensichtlich geschockt. Er bat Tyler, ein Foto mit ihm zu machen, denn Michael wusste, dass dies das letzte Mal sein würde, dass er seinen Kindheitsfreund sieht. Kurz danach verließ er die Party. Es war jetzt 4 Uhr morgens und Tylers Party war immer noch im vollen Gange. Trotz des Erzählens der Geschichte an Michael trank und lachte Tyler weiterhin mit Fremden, die er nicht kannte. Die Menschen kamen und gingen, aber das Haus selbst war immer noch mit mehr als 50 Leuten überfüllt. Um 4.40 Uhr postete Tyler erneut eine Nachricht auf seiner Facebook-Pinnwand. "Nochmal, Party bei mir zu Hause, meldet euch." Es dauerte nicht lange und 2 Minuten später stürmte die Polizei Tylers Party. Michael hatte den Notruf gewählt und ihnen alles erzählt. 2 Beamte wurden kurz darauf entsandt und drangen in Tylers Haus ein. Sie forderten Tyler auf, die Hände hochzunehmen. Doch er schien hektisch, zusammenhangslos und genervt. Seine Pupillen waren weit geöffnet und offensichtlich stand er unter dem Einfluss von Drogen. Nachdem er gefesselt wurde, gingen die Polizisten in das Schlafzimmer. In diesem Moment rief Tyler: "Nein, stopp, ihr dürft da nicht reingehen." Doch sie ignorierten seine Bitte und gingen ins Zimmer. Dort fanden sie die Leichen von Blake und Mary Jo Hadley. Sie waren zu Tode geprügelt worden, genau wie Tyler es Michael erzählt hatte. Es dauerte Stunden, bis die Polizei die Szene durchsucht hatte. Dabei fanden sie in Tylers Namen verschriebene Medikamentfläschchen und verschiedene Arten anderer Pillen. Am frühen Morgen nach der Party verbreiteten sich die Nachrichten von Tylers Geschichte und seiner anschließenden Verhaftung schnell in der Stadt Port St. Lucie. Diese Nachrichten führten letztendlich zu Ryan, der nun mit der unerträglichen Realität konfrontiert war, nicht nur seine Eltern, sondern auch seinen Bruder verloren zu haben. Die Beamten konnten herausfinden, dass Tyler in der Nacht der Tat an einem Geldautomaten angehalten hatte, um über $5.000 in bar abzuheben. Das alles mit der Bankkarte seiner Eltern. Von Tylers Freunden erfuhr die Polizei, dass er zuvor Fantasien gehabt hatte, seine Eltern zu ermorden, um eine riesige Party zu feiern. Doch niemand nahm ihn ernst und entließ seine scheinbaren Scherze als unbedeutend. Am 20. März 2014 wurde Tyler vor einem Gericht im Bundesstaat Florida wegen Mordes an seinen Eltern verurteilt. Er erhielt eine lebenslange Gefängnisstrafe ohne Möglichkeit auf Bewährung. Die Todesstrafe kam laut Gesetz nicht in Frage, da Tyler zum Zeitpunkt der Morde erst 17 Jahre alt war. Stattdessen bleibt er hinter Gittern, auch ohne eine einzige Minute seines restlichen Lebens als freier Mann zu verbringen. Als Tyler die ersten Monate im Gefängnis saß, schrieb er einen Brief an einen Freund: "Ich bereue alles, was ich getan habe. Ich schwöre, es waren diese Drogen. Ich lebte einfach mein Leben als normaler 17-jähriger Junge und im nächsten Moment befand ich mich mitten im St. Louis County Gefängnis. Ich habe das Leben vieler Menschen ruiniert und ich kann mir selbst nicht vergeben. Ich finde mich oft weinend vor Schuld. Der Teufel hat mich im Griff und ich habe mit ihm gesprochen und er hat mit mir gesprochen.
Und genau deswegen schien ich auch am Ende so verrückt. Nun bist du wieder gefragt. Wie ist deine Meinung zum Fall Tyler Hadley? Lag es an den vielen Medikamenten und Drogen, die Tyler genommen hat? Lass mich deine Gedanken wissen und schreibe sie in die Kommentare. Der 28-jährige Joel Michael Guy Jr. ermordete seine eigenen Eltern. Sie standen kurz davor, in Ruhestand zu gehen und hatten vor, ihr großes Haus und Grundstück zu verkaufen. Guy Jr., der von seinen Eltern finanziell abhängig war, würde während der Rente seiner Eltern und trotz des Hausverkaufes keine finanzielle Unterstützung mehr bekommen. Er wusste aber, dass er eine Lebensversicherung über 500.000 US-Dollar erhalten würde, wenn seine Eltern tot wären. Also erstellte er sich einen Plan, wie er seine Eltern ermordet, die Überreste kleinhackt und anschließend eine Säure aus ätzenden Chemikalien auflöst. Joel Guy Jr. machte 2006 seinen Schulabschluss an der Louisiana School. Bis zu seinen beiden Morden im Jahr 2016 studierte er am College in Louisiana. Auch distanzierte er sich von seinen Mitschülern und wurde als Außenseiter beschrieben, der sich nie darum bemühte, eine Beziehung innerhalb und auch außerhalb der Familie aufzubauen. Seine Mutter jedoch schwärmte von ihm. Da Guy Jr. nie in seinem Leben gearbeitet hat, wurde er von seiner Familie immer wieder finanziell unterstützt. Doch Guy Jr. wollte an mehr Geld kommen und erstellte sich eine Übersicht, indem er detailliert Notizen niederschrieb, wie er seine Eltern umbringt und deren Leichen verschwinden lässt. Beginnend mit dem Mordmesser und dem Vorschlaghammer für das Zertrümmern der Knochen bis hin zum Fleischwolf und Bleichmittel. November 2016 in Knoxville, Tennessee. Guy Jr. wurde von mehreren Überwachungskameras im Einkaufsladen gefilmt, als er die Materialien für sein schreckliches Vorhaben kaufte. Meistens bezahlte er bar und an einer Selbstbedienungskasse. Auf seiner Einkaufsliste standen Salzsäure, Wasserstoffperoxid, ein Bleichmittel und zwei große blaue Plastikbehälter, die für die Leichenteile gedacht waren. Einen Tag vor seinem Vorhaben wurde Guy Jr. von seiner Familie zum Essen eingeladen, um zusammen Thanksgiving zu feiern. Gegen Abend verabschiedete er sich von seinen Eltern und gab an, wieder zurück nach Hause zu fahren. Jedoch benötigte er nur etwas Zeit, um sich für den kommenden Tag vorzubereiten. Am nächsten Morgen ging er wieder zurück in das Elternhaus und griff im Fitnessraum seinen eigenen Vater an. Er erledigte ihn mit über 42 Messerstichen. Später gegen Mittag kam seine Mutter vom Einkaufen nach Hause. Schon kurz nachdem sie zur Haustür reinkam, stürzte er sich auf sie. Mit über 31 Messerstichen in den Oberkörper ermordete Guy Jr. seine Mutter. Nun begann für den 28-Jährigen der nächste Schritt, die Leichen in alle Einzelteile zu zerstückeln. Er trennte alle Gliedmaßen seiner Eltern ab. Den Kopf seiner Mutter legte er in ein kochend heißes Wasser mit Kalilauge, um die Auflösung in Gang zu setzen. Doch schon am nächsten Morgen rief die Chefin der verstorbenen Mutter Lisa Guy die Polizei, da sie auf der Arbeit nicht erschien. Am Nachmittag durchsuchte die Polizei das Haus der Familie und machte schreckliche Entdeckungen. This room's clear.
Plastiktüten, Blutflecken und viele ätzende Chemikalien. Auch fand die Polizei seinen 5 Seiten langen Plan, den sich Guy Jr. für sein Vorhaben zusammenschrieb. Teilweise lagen sogar noch einzelne Gliedmaßen der Leichen im Haus herum. Guy Jr. verließ das Haus also unaufgeräumt, denn zwischen Guy Jr. und seinem Vater kam es vor dem Mord zu einem Kampf. Somit ging Guy Jr. in einem Laden Verbandmaterial einkaufen, um die Schnittwunden an seinen Händen zu behandeln. Danach beschloss er, in seine eigene Wohnung zu fahren und nach 3 bis 4 Tagen wieder an den Tatort zurückzukehren. Doch die Polizei war schneller als er dachte und konnte ihn schon 2 Tage später in seiner eigenen Wohnung festnehmen. Zuerst bekannte sich Guy Jr. für nicht schuldig. Die Tatsache, dass seine Fingerabdrücke bei irgendwelchen Gegenständen zu finden sind, bedeutet nicht, dass er unbedingt was mit dem Morden zu tun hat. Für das Notizbuch wurde keine Handschriftprobe vorgelegt. Somit kann man nicht sagen, dass es sich um seine Handschrift handelt. Die Beweise sind zweifelhaft und können nicht ausreichend begründet werden. Er ging zurück zu seinem Haus nach Louisiana. Und das war doch auch die ganze Zeit der Plan, nicht wahr? Denn mein Mandant wollte mit seiner Familie Thanksgiving feiern. Danach ging er wieder zurück nach Hause. Und das ist nämlich alles, was wir wissen. Wir wissen nicht, ob ihn jemand verfolgt hat, als er zurück nach Louisiana ging. Und wo wurde er verhaftet? Er wurde in seiner eigenen Wohnung verhaftet. Er war nämlich nicht auf der Flucht und hatte sich auch nicht versteckt. Die Staatsanwaltschaft hat keine ausreichenden Beweise, um die Schuld meines Mandanten zu beweisen. Wir bitten Sie daher, den Angeklagten für nicht schuldig zu sprechen. Doch nach mehreren Wochen gab es immer noch keine Beweise, die für die Unschuld des 28-Jährigen sprachen. Im Gegenteil, die vielen Aufnahmen der Überwachungskameras in den Einkaufsläden zeigten Guy Jr. beim Einkaufen. Zudem zeigte er während des gesamten Gerichtsprozesses keine Reue. Ich hatte einige ziemlich schwere Schnittwunden an meinen Händen. Ich hatte eine Schnittwunde an meiner rechten Handfläche, genau hier, wo eine Narbe ist. Und ich hatte auch einen sehr schweren Schnitt an meinem linken Daumen, wo auch eine Narbe ist. Ich hatte Angst, meinen linken Daumen zu verlieren, daher benötigte ich eine medizinische Behandlung. Während sich Guy Jr. um seine eigenen Wunden Sorgen machte, sah die Staatsanwaltschaft einen kaltblütigen Mörder in ihm. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. In dieser Woche werden wir Ihnen beweisen können, dass Joel Guy Sr. von seinem Sohn am 26. November 2016 in seinem eigenen Haus brutal angegriffen wurde. Bei diesem Angriff erlitt das Opfer 42 Schnittwunden mit einem spitzen Gegenstand. Der Gerichtsmediziner und die Polizei konnten die Verletzungen genauer untersuchen. Die Stichwunden waren teilweise so tief, dass sie im Bauchbereich bei 12 Rippen Spuren hinterlassen haben. Meine Damen und Herren, wir befinden Joel Michael Guy Jr. für diese schreckliche Tat in allen Punkten ohne Zweifel für schuldig. Niemand sonst hätte einen Grund, das zu tun. Niemand sonst würde anhand der Beweise in Frage kommen. Die Tat ist unglaublich. Einfach unfassbar. Wir, die Geschworenen, befinden Joel Michael Guy wegen vorsätzlichen Mordes an Joel Guy Sr. für schuldig. Wir, die Geschworenen, befinden den Angeklagten Joel Michael Guy wegen vorsätzlichen Mordes an Lisa Guy für schuldig. Der Richter verurteilte Joel Guy Jr. wegen zweifachen Mordes und Missbrauchs von 2 Leichen zu lebenslanger Gefängnisstrafe. Doch bevor der Richter die Verhandlung beendete, hatte er ein paar Worte für Guy Jr. übrig. In diesem Fall sehe ich kein Rehabilitationspotenzial bei Mr. Guy. Ich habe ihn sehr kontrolliert beobachtet und stellte fest, dass er absolut keine Reue zeigte. Offen gesagt denke ich, dass Mr. Guy stolz darauf ist, was er getan hat. Deshalb denke ich, wir könnten die nächsten 500 Jahre investieren, um Mr. Guy zu rehabilitieren. Und trotzdem werden wir erfolglos sein. In diesem Leben wird es nicht mehr möglich sein. Nun stellt sich die Frage, aus welchen Gründen Guy Jr. wirklich gemordet hat. Ging es ihm tatsächlich um das Geld der Lebensversicherung? Oder wollte er auf diese Art mehr Aufmerksamkeit bekommen, um im Mittelpunkt zu stehen? Lass mich deine Gedanken wissen und schreibe sie in die Kommentare. Michael und Robert Bever sind die Mörder ihrer eigenen Familie.
Doch das soll der erste Anfang ihres verrückten Plans werden. Es war der 22. Juli 2015 um 23.30 Uhr. Die Notrufzentrale in Oklahoma, Broken Arrow, erhielt einen Anruf vom damals 12-jährigen Daniel Bever. 911. Broken Arrow 911. Hello? Hi. Hi, where are you at? Broken Arrow, Oklahoma 7411. What address? 709 Magnolia Court. Okay. Are you the only one there? No. My brother's attacking my family. Your dad is attacking your family? No, my brother. He has an IDA stealing. Millions of people die. Okay, who's attacking your family? What? Who's attacking your family? Yes. Who is it? Do they? Yeah, I'll call them. Oh my God. Are you there? Hello? Hi, what's going on there? What's going on there? Hello? Hello? Schreie und eine weitere männliche Stimme waren im Hintergrund zu hören, bevor die Telefonverbindung unterbrach. Nach einem erneuten gescheiterten Versuch, den Vater David Bever zu erreichen, wurde die Polizei über den georteten Standort der Familie informiert und eilte umgehend zum Tatort. Als die Beamten eintrafen, sahen sie das Blut auf der Veranda des Hauses. Die Polizei näherte sich langsam dem Hauseingang. Nachdem sie einige Male an die Tür klopften, hörten sie eine kraftlose, schwache Stimme, die um Hilfe rief. Gewaltsam drangen die Beamten in das Haus ein. Dort fanden sie dann die 13-jährige Crystal Bever vor. Sie hatte mehrere Stichwunden im Bauch und im Schulterbereich. Ein zusätzlicher Schnitt in ihrer Kehle hatte dafür gesorgt, dass sie in Lebensgefahr schwebte. Die Polizei brachte daher erst Crystal Bever in Sicherheit, bevor sie das Haus weiter durchsuchten. Doch kurz darauf fanden die Beamten ein riesiges Blutbad und mehrere Leichen vor. Die beiden Brüder aber flüchteten beim Eintreffen der Polizei durch die Hintertür des Hauses und rannten in ein Waldgebiet. Mit Hilfe von Polizeihunden konnte man aber die beiden noch rechtzeitig einholen, festnehmen und verhaften. Bei dem Familienmord kamen 5 Menschen ums Leben. Die beiden Eltern sowie 3 Kinder wurden erstochen. Am Tatort wurden blutbedeckte Kampfmesser, Beile und andere spitze Gegenstände gefunden. Mehr als 100 Einstichwunden konnten vom Gerichtsmediziner festgestellt werden. Viele Wunden der Opfer befanden sich im Kopf, Nacken, Schulter und Bauchbereich. Nur das 13-jährige Mädchen Crystal überlebte mit ihrer 2-jährigen Schwester. Sie konnte ihre Brüder als Mörder identifizieren. In meinem Polizeiverhör erzählt Michael Bever über die Tat und über den gescheiterten Plan. Den Link dazu findest du unten in meiner Videobeschreibung. Robert Bever gestand die Morde und behauptete, dass seine beiden Eltern ihn und seinen Bruder gehasst und misshandelt haben. Auch erzählte er der Polizei, genauso wie Michael, über ihren Plan. Denn beabsichtigt war nicht nur der Familienmord, sondern mehrere Personen an verschiedenen Orten zu ermorden, eine Schießerei zu starten und die Leichenanzahl von über 500 zu erreichen. Ihre Vorbilder hierfür waren viele bekannte und berühmte Massen- und Serienmörder. Die Leichen ihrer Familie wollten sie in kleine Stücke zerhacken und in einem Lagerbehälter im Dachgeschoss aufbewahren. Auch fand die Polizei bei weiteren Hausdurchsuchungen mehrere Schusswaffen, Schutzwesten und über 3000 Schuss Munition.
Die Polizei bezeichnete die Morde als schlimmstes Ereignis in der Geschichte von Broken Arrow. Die Brüder wurden wegen Mordes ersten Grades und Körperverletzung mit Tötungsabsicht angeklagt. Die Richter hatten zwischen einer lebenslangen Haftstrafe und der Todesstrafe zu entscheiden, aber die Verteidiger der Angeklagten versuchten alles Mögliche, um die Todesstrafe zu verhindern. Michael verhielt sich sehr zurückgezogen. Die Eigenschaften von seiner Erziehung merkt man ihm an, aber wir schauen nach vorne und suchen Zeugen, die Informationen haben, damit wir die Geschichte so gut wie möglich nacherzählen können. Denkt daran, dass das seine Familie ist und er sehr schwere Dinge vorgeworfen bekommt. Und manchmal denke ich, dass Anwälte und vor allem auch Leute im Gerichtssaal vergessen, dass er ein Mensch ist. Er hat Familienangehörige verloren und das ist sehr emotional für ihn. Das ist eine Tragödie von unglaublicher Dimension. Wie auch immer, mein Mandant wird im Gefängnis ein leichteres Leben haben, als er es zu Hause hatte. Und mehr habe ich nicht dazu zu sagen. Die Verteidiger argumentierten auch, dass die Mandanten alleine im Gefängnis sterben und dies der Todesstrafe gleichkommen würde. Auch sollten die beiden Brüder rehabilitiert werden, anstatt nur inhaftiert zu werden, da sie von ihren Eltern missbraucht wurden. Für den Missbrauch aber gab es jedoch keine Beweise. Das Licht am Ende des Tunnels für Michael Bever ist, dass ich für ihn da bin und ihn verteidigen kann. Sie rammten ein Messer in den Nacken ihrer Schwester. Und dann sind sie auf ihre Mutter losgegangen und haben bei ihr 40 oder mehr Wunden hinterlassen. Dann haben sie ihren Vater gejagt und im Schlafzimmer erstochen. Und dann hatten sie die Dreistigkeit, an der Zimmertür zu klopfen, um ihre kleinen Geschwister herauszulocken, sie zu erstechen und Spaß daran zu haben. Das ist wirklich unglaublich. Ich frage mich, wann sie ihre gerechte Strafe bekommen. Denn möchtest du mal der nächste Nachbar von ihnen sein? Michael und Robert Bever wurden beide zur lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Inhaftierung der beiden erfolgte jedoch in verschiedenen Gefängnissen. Der ältere Bruder Robert Bever versuchte sich 2016 im Gefängnis selbst mit einem Bettlaken zu erhängen. Der Versuch scheiterte jedoch und er wurde unter Aufsicht einer Selbstmordwache versetzt. Michael Bever dagegen führte im Gefängnis ein Tagebuch, bei dem wir uns jetzt ein paar Einblicke verschaffen. Die Polizei bezeichnete das Buch als krankhaft und gewalttätig. Es beinhaltet ihn selbst und seinen Bruder Robert. Darin stellt Michael seine durchgeführten Taten während und nach dem Familienmord dar. Er benannte verschiedene Personen namentlich und machte eindeutig klar, wer seine Vorbilder sind: Massenmörder und Serienmörder. Sein letzter Eintrag in das Tagebuch beinhaltet ein Monster, das um die Erde reist und sich einen Menschen nach dem anderen holt. 2017 sammelte die Stadt Geld, um das Beverhaus endgültig abzureißen. An dieser Stelle solle dann eine Gedenkstätte mit Garten angelegt werden. Dieses Vorhaben wurde dann auch später 2019 umgesetzt und bekam den Titel The Bever Family First Responders Memorial Park. Die beiden Schwestern wurden nach dem tragischen Ereignis vorübergehend in die staatliche Obhut genommen. Was denkst du über die beiden Brüder? Lass mich deine Meinung dazu wissen und schreib sie in die Kommentare. Der Dreifachmörder Marquis Floyd wurde im Januar 2017 von der Polizei festgenommen. Wie er bei der Festnahme reagierte und zu welchen Maßnahmen die Beamten griffen, sehen wir uns in diesem Video an. Nachdem der Polizistenmörder die Beamtin Deborah Clayton erschoss, flüchtete er in ein älteres, verlassenes Haus und versteckte sich dort. Das Haus befindet sich in der Lescott Lane in Orlando. Von dort aus verschickte Marquis Floyd gegen 19 Uhr Textnachrichten von seinem Handy. Er wollte damit seine engsten Verwandten informieren, die ihn mit Lebensmitteln versorgen sollten. Die Polizei nutzte diese Gelegenheit und konnte so das Handy von Floyd orten. Auch das FBI wurde umgehend über Floyds Standort informiert. So versammelten sich die Beamten in großer Menge um das verlassene Haus. Sie sperrten und überwachten alle Straßen in der Umgebung. Als Floyd die Polizei bemerkte, versuchte er durch die Hintertür zu fliehen. Das FBI aber wartete bereits im Hinterausgang, sodass er wieder zurück in das Haus rannte und versuchte durch den Hauptausgang zu fliehen. Dabei trug er eine kugelsichere Schutzweste und hatte zwei Handfeuerwaffen bei sich. In diesem Moment konnte die Polizei Floyd dazu zwingen, seine Schusswaffen auf den Boden zu werfen und in Richtung der Polizeiautos zu kriechen. Als er in die Nähe der Beamten kam, wurde er gewalttätig in Empfang genommen. Vier Polizeibeamte traten hierbei auf den am Boden liegenden Marquis Floyd mehrmals ein. Insgesamt gab es 16 Tritte und Schläge.
Alle davon gingen gegen den Kopf und in den unteren Rücken. Lloyd wurde so stark im Gesicht getroffen, dass er auf dem linken Auge erblindete. Die zuständige Kanzlei überprüfte im Nachgang die Gewaltanwendung der Beamten. Sie stellten fest, dass das Verhalten der Polizei rechtmäßig und gerechtfertigt sei. Auch der Polizeioffizier selbst äußerte sich. Die Tatsache, dass Lloyd eine kugelsichere Schussweste trug, führte zum Verdacht, dass er nicht ins Gefängnis gehen wollte und daher bereit war, sich zu wehren. Das sorgte dafür, dass die Polizei nervös wurde und Gewalt anwandte. Lloyd wurde auf schnellstem Wege ins Revier gefahren, um ihn dort zu befragen. Das Polizeiverhör von mir findest du oben in der Infokarte und in meiner Videobeschreibung. Erst nach der Befragung wurde Marquis Lloyd medizinisch versorgt, behandelt und ins Krankenhaus gebracht. Am nächsten Morgen hatte er seinen ersten Auftritt vor dem Gericht in Orlando. Guten Morgen, Sir. Kannst du mir deinen Namen sagen? Officer, das Mikro ein bisschen näher zu ihm. Guten Morgen, Marquis. Du bist hier wegen eines Haftbefehls. Aufgrund der Ereignisse vom 13. Dezember 2016. Punkt 1. Mord des ersten Grades mit einer Schusswaffe. Punkt 2. Töten eines ungeborenen Kindes durch Verletzung der Mutter. Punkt 3. Versuchter Mord ersten Grades mit einer Schusswaffe. Punkt 4. Schwere Körperverletzung mit einer Schusswaffe. Die Waffe wurde beim Durchsuchungsbefehl gefunden. Marquis, du bist berechtigt, die Dienste von einem Verteidiger zu erhalten. Ich muss wissen, ob du dafür einen Antrag ausfüllen möchtest. Möchtest du einen Pflichtverteidiger haben, der dich vertritt, Marquis? Okay, hast du einen eigenen Anwalt? Du verteidigst dich selbst? Okay. Und welche war deine höchste abgeschlossene Schulklasse, Marquis? Hast du dich jemals vor Gericht verteidigt? Weißt du die Höchststrafe für die Menge an Straftaten? Okay, kannst du die englische Sprache lesen, schreiben und verstehen? Und du glaubst, du kannst dich selbst verteidigen? Und du verstehst die Gesetzesübertretung, Sir? Ob du die Gesetzesübertretung verstehst, Sir? Und du bist dir sicher, dass du keinen Pflichtverteidiger haben willst? Entschuldigung, Marquis, was hast du gesagt? Okay, also ich möchte mit dir jetzt, du bist hier wegen dem Haftbefehl gegen dich. And all kinds of guns were pulled on me for it, but y'all acting like I just went out there and shot her. Her little brother got dropped off while me and her was standing there talking. So it was all kind of other shit that happened before y'all just put on the news. Oh, I just went out there and shot this girl, got my family at danger, so no, I wouldn't have come in. Right? Danke fürs Antworten, Marquis. Du bleibst jetzt aber erstmal in Haft. Denn alles, was du sagst, wird aufgenommen, Sir. Okay, also ich mache jetzt einfach weiter. I'm not finished talking because y'all been making up shit the whole time. And then y'all make up stuff on my family, lock them up, because my check, I work. I work 2-3 jobs. I work, and I work for that money, and that's why he gave that money to my daughter, and he gave my niece the other half, because he didn't give my daughter all of it. That money was not for me. Okay, ich mach dann mal weiter. See nothing from nobody. I was out there by myself. How in the hell anybody help me do anything? I went to Walmart myself to buy food. Well, nobody doing nothing for me. Okay, zurück zum Thema. Ich habe dir schon gesagt, warum du hier bist. Für dich gelten besondere Regeln. Du darfst keinen Kontakt zu Ronald Stewart, dem Opfer, haben. Du darfst keinen Kontakt zu Familienmitgliedern von Ronald oder auch von Jodie Dixon haben. Ich möchte damit klarstellen, dass du keinen Kontakt mit ihnen hast. Nicht über eine dritte Person, kein Telefonkontakt. Du kannst dir das gleich nochmal durchlesen. Du darfst nicht Dominic Daniels, Stephanie Dixon Daniels, Ron Daniels und deren Kinder kontaktieren. Du hast das Formular vor dir, das du unterschreiben musst. Ich schaue mal nach einem Gerichtstermin für dich. They done broke my nose, broke my jaw. They did all this shit till I resisted, but I crawled out to the motherfucking road. So how did I resist? I ain't resist shit. They just did that shit and they tried to hide it from the news people, but I'm here right now. Hiermit beende ich deinen Aufenthalt. Wir setzen fort, wenn er bereit ist zu unterschreiben.
sign the no contact. Die Beamten konnten in der Zwischenzeit einen Zeugen befragen, der den Polizistenmörder live beobachtete. Deborah Clayton wurde in der Nähe von einem Einkaufscenter namens Walmart getötet. Okay, also du warst bei Walmart. Was ist da passiert? Ich kam raus, genau da drüben, und ich bin am Polizeioffizier vorbei. Eine junge Frau sprach die Beamtin darauf an, dass dort ein Verbrecher sei, der gesucht wird. Es war eine Polizistin? Ja, es war eine Polizistin. Und ist dir der Typ auch beim Einkaufen begegnet? Ja, der Typ ist an mir vorbeigelaufen. Er hatte eine Security-Weste an. Ich kam dann dort raus, stand draußen und hörte, wie die Polizistin meinte, er soll stehen bleiben. Aber er hörte nicht auf sie und erschoss sie einfach. Dann rannte er weg. Ich kann es nicht fassen. Niemals dachte ich, so etwas zu erleben. Ich hatte dann aber den Schuss gehört und konnte es nicht fassen. Okay, du sagtest noch, sie hat zurückgeschossen? Als er wegrannte, da hat sie noch auf ihn geschossen. Sie lag hier an der Seite am Boden. Ich wunderte mich, wo die Schüsse herkamen, denn ich dachte, der Typ war vom Walmart, der sich im Laden umschaute. Ein Sicherheitsbeauftragter? Ja, er sah genau wie einer aus. Auf seinem Shirt stand Security. Und ich bin nicht von hier. Ich wollte nur Scheinwerfer für meinen Truck kaufen. Das war's. Okay, und woher kam denn die Polizistin? Sie kam aus Walmart. Sie war einkaufen. Sie hatte gerade ihr Auto eingeräumt. Und ein Kunde kam nun zu ihr und sagte, dass in Walmart ein Verbrecher ist, der gesucht wird. Und sie wollte dann wieder reingehen, um sich dort umzuschauen. Und als sie zurück zu Walmart ging, kam er ihr schon entgegen. Dann hat er sie einfach erschossen. Sie hat ihn am Eingang von Walmart getroffen? Ja, am Eingang von Walmart, genau. Und weißt du, wo er sie angeschossen hat? Nein, weiß ich nicht. Sie hatte eine Weste an, aber ich denke, er hat sie am Kopf getroffen. Okay, und was meinst du? Wie viele Schüsse hast du gehört? Das dürften um die 12 Schüsse gewesen sein. Ja, 12 Schüsse, das ist traurig, sehr traurig. Ich bin gerade echt sprachlos. Ich habe immer darüber nur gehört, aber es nie selbst miterlebt. Eilte jemand der Polizistin zur Hilfe? Nein. Niemand schaute nach ihr. Jede legte sich nur auf den Boden, um in Deckung zu gehen. Lass mich deine Meinung zum Dreifachmörder Marquis Floyd wissen und schreib es mir in die Kommentare. Über ein Abo von dir würde ich mich riesig freuen, denn meine nächsten True Crime Stories warten schon auf dich. Aktiviere die Glocke, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.